war und bin nicht Ant und ich bin auch nicht so ein Weiberheld, ja, wie der. Ich bin ja kein Skilehrer, ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin alles, nur nicht schön. Ja, ich habe ein großes Herz, das stimmt schon, ja. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus dir. Das war so groß, die Nummer war so groß. Anton aus Tirol, die hatte jeder gekannt, jeder. Jeder. Ein Millionenerfolg, den sich DJ Ötzi alias Gary Friedle hart erkämpft hat. Schon Garys Start ins Leben war nicht leicht. Seine sehr junge Mutter ist überfordert, der Vater als DJ nur unterwegs. Klein Gary wächst deshalb bei den Großeltern auf. Oma Ella gibt ihm Liebe und Geborgenheit. Im vergangenen Jahr musste er sich für immer von ihr verabschieden. Na, die Oma war ganz, ganz eine wichtige Person in meinem Leben. Ich habe ja Mama zu ihr gesagt, nur eine kleine Geschichte damals bei Musik ist Trumpf oder Wetten, das ganz früher, wo sie gesagt hat, ja, da musst du singen, da musst jetzt du singen, das musst du machen, weil du kannst es, du bist es. Und das wohnte halt immer im positiven Sinn in mir, ja. Sein Talent entdeckte Gary bei einem Karaoke-Wettbewerb. Mit seinem Auftritt wollte er seine Ex-Freundin beeindrucken. Und bekam dann enorm viel Applaus von 30 Leuten. Und dieses Gefühl, als wie wenn 1000 Ameisen auf dir herum krabbeln, genau, das war halt so ein Riesenerlebnis für mich, weil ich konnte was ich vorher nicht wusste, ja. Er steigt als DJ ein und macht sich als Stimmungskanone über 9 Jahre einen Namen. Dann kommt Anton. Der Titel schwirrte damals schon seit 12 Jahren durch Österreich. Zudem hat mir ein Kollege eigentlich, ich will gar nicht sagen entdeckt, sondern der hat mich vorgeschlagen, dass dieses Lied Anton aus Tirol nur einer singen kann und das wäre in dem Sinne die Chelsea. Girls, so tipp wie me, den Gas doch nicht und alle. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Was da passiert ist, das war unmenschlich. Unmenschlich. Meine Seele war irgendwo. Ich war da oben und der Gary war da. Also der mit der Haube war da und der Gary war da. Ist ja eins. Aber das war Wahnsinn. Ich bin 365 Mal aufgetreten und mehr. Ich bin nur gereist, ich war nur unterwegs. Ich war ja vorher ein totaler normaler, schon Chaot. Aber ich war ein total normaler Mensch, wie jeder andere. Und ich will es ja auch für mich so sein. Aber das war dann echt unmenschlich. Aber es war dann auch sehr groß. Es war schon super. Ich meine, ich war gefragt. Die Familie ist sein Anker. Ehefrau Sonja steht ihm als Musikmanagerin auch beruflich zur Seite. Ich habe dann ja auch Sonja kennengelernt und das war mir echt wichtig, weil einfach dann ist auch der tatsächliche Wert in meinem Leben eben auch eingetreten. Weil einfach das für mich einfach ganz wichtig war, dass ich eben beschützt werde. Natürlich, dass ich auch beschützen kann, aber beschützt werde ist wichtig. Du bist mein Schatz. Und eben auch noch die Lisa, dass das noch dazugekommen ist, meine Tochter, das ist schon, das hat mich gerettet, weil ich glaube nicht, dass ich das ausgehalten hätte. Es folgen weitere Monster-Hits. Hey Baby, Nummer 1 in England und Australien. Der Stern, millionenfach verkauft. Aktuell ein neues Album. Aber jetzt nimmt sich Gary eine Auszeit. Er pilgert im Juni auf dem Jakobsweg. Einfach runterzufahren, dass du dann wieder rauffahren kannst. Weil wenn ich dann wieder zurückkomme, dann können sich die anschnallen, die was mich gerne reduzieren will. Schon jetzt können sich DJ Ötzi-Fans über seine aktuelle Single freuen.